Hey, oh Leute, ist euer Zug zu meiner Runde ETS 2 Wintertour 3. Und ich habe diesmal ein Standardfahrzeug eingepackt. Und zwar könnt ihr ja sehen, den schönen Scania mit dem über 700 PS Motor. Ich habe ihn ein bisschen umgestellt, ein bisschen schick gemacht. Ja, wir haben gerade scheiß Wetter. Dann würde ich einfach mal sagen, wir suchen uns einen schicken Auftrag und ja. Oh, nicht Licht ausmachen, Scheibenwischer machen. Suchen uns dann jetzt mal einen schönen Auftrag. Gucken wir mal eben. Und dann pacen wir mal eine kleine Tour. Wir gucken mal im Frachtraum. Wir müssten in Berlin stecken. Und wenn wir mal gucken, ob wir vielleicht mal eine Deutschland-Tour haben. Oder ob die uns hier wieder bis nach Buxtehude nur fahren lassen. Ja, die ist auch gut. Fahren wir mal einfach mal diesmal 17 Tonnen Zwiebeln nach Polen rüber. Damit die auch ihren Döner ordentlich bestücken können. Falls sie Döner essen. So. Ja. Sieht doch alles schick aus. Wir haben 10 Uhr morgens und irgendwie, weiß ich nicht. Mir kommt das vor. Komm, scheiß auf Rot. Bei dem Mod ist halt immer so das Gefühl, als wenn jetzt gleich wieder alles dunkler wird. Gut, dementsprechend natürlich auch gerade bei dem scheiß Wetter hier. So, gucken wir mal. Müssen wir bei Euro-Goodies müssen wir holen. Ist denn irgendeiner von euch auch so, dass ihr mit Wintermod spielt und auch viel moddet oder spielt ihr alle nur Standard-Game? Könnt ihr ja mal in die Kommentare reinzimmern. Ich bin zwar auch nicht so der fürs extreme Modden, aber wenn man gerade im Singleplayer so zockt, finde ich das schon cool, ab und zu mal einen Truck da reinzumachen. Oder jetzt auch zu der Winterzeit ein bisschen zu modden. Dann gibt es ja andere, die gerne auch mal Autos reinmodden, was für mich keinen Sinn ergibt, bei einem LKW-Spiel Autos reinzumodden, auch wenn es die Mods halt gibt. Euro Truck basiert ja dadurch, dass ihr mal eine Lieferung irgendwie macht und dafür brauche ich jetzt nicht unbedingt irgendein Mercedes oder so. Oh, danke, dass du mich durchlässt, Junge. So. Dann pacen wir jetzt mal. Das hat 8 Stunden. Ja, wir werden ja auf jeden Fall jetzt, wie jedes Mal, ich heiz einfach durch ohne Ende. Dass Geschwindigkeitsbegrenzungen uns mal vollkommen egal sind. Bei der Schneemod, die wir hier drin haben, oder bei der Wintermod, haben wir halt den Vorteil, dass die Straße nicht in Mitleidenschaft gezogen wird. Das heißt, ihr rutscht halt nicht. Dementsprechend kann ich bei dem Wetter so schnell fahren, wie ich meine, fahren zu müssen. So. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Gibt mal Gas da, Leute. Gibt mal Gas. Brillux, mehr als Farbe. Ja, ist schön. Oh, wieder rot, Alter. Ich zieh vorbei, ich zieh vorbei. Ja. Ja, ihr seid rot gefahren. Jojo, dafür habe ich keinen gerammt. So, weiter geht die bunte Fahrt, wollte ich gerade sagen. So, normalerweise biegen wir immer rechts ab, weil das so die Standardrichtung ist, die wir fahren. Wir fahren diesmal aber geradeaus. Bei Polen sind wir doch schon äußerst selten. Nicht, dass wir da nicht hinwollen, aber nehmen halt meistens so Touren an Richtung Skandinavien, weil ich die halt da richtig geil finde. Also, das ist schon gut. Going East, wo wir jetzt halt hinfahren, war auch schon nicht schlecht. Habe ich aber weniger gezockt so. Ich hatte zwar schon direkt immer Euro Truck mit Going East Add-on, habe aber früher dann immer die TSM-Map, falls jemand von euch kennt, gespielt. Da könnt ihr halt auch schon Standard rein theoretisch ohne Going East bis nach Ägypten und so fahren. Habe ich auch schon lange nicht mehr reingemoddet, schon lange nicht mehr gespielt. Die haben auch eine eigene Webseite. TSM Map, glaube ich, hießen die auch. Müsst ihr euch registrieren im Forum, um die runterzuladen. Die ist halt wirklich gigantisch und auch schon schick gemacht. Also da habt ihr mal eben Touren, wo ihr dann mal eben so sagt, so von wegen, ja, fahr mal 7000 Kilometer oder so. Da seid ihr schon ein bisschen unterwegs.
empfiehlt sich auch nicht unbedingt, um da, ja, keine Ahnung, mal so eine Tour zu machen. Weil, so wie wir jetzt hier die Videos so machen, bei ETS mit Wintertour und Co., fahre ich halt einfach eine Tour. Und ja, wenn ihr die TSM-Map fahrt, das ist ja schon fast ein Let's Play, ey. Let's Play Berlin, Kairo oder so. Da seid ihr so lange unterwegs. So, das schneiden wir noch. Machen wir den Wischer wieder an. Nö, so finde ich das schon in Ordnung. Bisschen gechillt fahren. So, und zum Thema, ne, beim letzten, ich weiß gar nicht, war das Eurotruck? Egal. Unter einem der letzten Videos geht jetzt schon los, ne? Ich habe ja jetzt noch nicht so die mega vielen Abos. Aber die ersten Leute meinen, dumme Sprüche drunter schreiben zu müssen. Und Leute, auch bei 500 Abos kann man Leute bannen, weil ungelogen, wenn unter den Videos, bei mir sind es halt noch nicht so viele, ne? Wenn bei meinen Videos unter den Kommentaren vielleicht zwei, drei Leute mal irgendwann irgendeinen dummen Spruch machen, da kenne ich nichts. Ich bann euch einfach weg. Und das ist mir auch egal. Das stört keinen. Ich will einfach die Community, die soll halt gechillt sein und ja. Ne, wer nicht gucken mag, der mag das halt nicht und tut es nicht. Und braucht keinen dummen Scheiß drunter zu schreiben. Alter Junge, ist hier nicht ein bisschen kalt auf dem Chopper? Leute, der fährt Chopper ärmellos im Schnee. Nee, hier wird gnadenlos gebannt. Ne, Leute, ich mache mir den Aufwand. Das ist nämlich eben, seid froh, dass der Kanal noch klein ist. Bei kleinen Kanälen habt ihr den Vorteil, wenn ihr konstruktive Kritik oder Anmerkungen habt, kann ich darauf antworten und ich werde darauf antworten. Ich schreibe sogar, wenn einer sagt, tolles Video, mindestens ein Danke drauf. Ich antworte auf alles. Und ja, ich kann mir auch die Mühe machen, jeden Einzelnen, der Scheiße macht, einfach mal zu bannen. Alter, was ist da los? Wow! Ich bin schon lange kein Standard-Truck mehr gefahren. Der könnte dann doch ab und zu schneller mal kippen. Und das sind halt so die Punkte, die mich dann halt stören. Wenn Leute dumme Sprüche machen, mache ich das nicht nur für mich, sondern auch für die Leute, die die Videos gerne gucken. Die Leute werden einfach gebannt, verstoßen, durch Stargate geschickt, auf einen trostlosen Mond. Wir wollen hier Spaß und ja, wer Spaß will, bleibt dabei. So, wo sind wir denn nun? Oh, Alter, 140, das mit dem. Auf jeden Fall so schnell für die Kurve. Man merkt schon, dass dieser Scania dann doch schneller mal so dieses Hibbeln und Kippeln macht. Was wir halt bei dem Volvo beim letzten Mal oder bei dem Ami-Truck nicht so schnell hatten. Dass er durch Geschwindigkeit anfängt, so, ja, als wenn er gleich umkippt, zu stottern. Gut, da muss man sich halt wieder dran gewöhnen. Man sollte mit den Standard-LKWs nicht unbedingt immer so schnell in allen Kurven pacen. Aber der Scania ist halt unter den Standardfahrzeugen mein Soundfavorit. Vom Aussehen gut, da kann man sich streiten. Da sieht der Mercedes halt auch sehr geil aus. Was mir halt nicht so zusagt, sind Iveco. Zu meinem Vorteil sind die Iveco und die DAF. Das sind die, die ich als Standardfahrzeuge weniger spiele. Meistens die benutzt werden für die Modder, damit da neue Skins reingemacht werden. Höchstwahrscheinlich genau aus dem Grund, weil die Fahrzeuge so ähnlich eh genommen werden. Oh. Na, du siehst nicht mal die Linien hier. So, ich muss ja mich da mal irgendwie einordnen. Und das passt mir dann immer ziemlich gut. So überschreibe ich halt nicht die Fahrzeuge, die ich Standard gerne fahre. Und wie gesagt, ich habe die noch drin, die Mods. Also ich kann jetzt sofort auf den Volvo switchen, ich kann auf den DAF switchen und ich habe sogar den Ami-Truck noch da, der auf über einen Iveco geschrieben wurde. Die Fahrzeuge sind alle noch da und wenn ich jetzt sagen würde, ey, komm, die nächste Tour machen wir jetzt hier wieder mit einem Freightliner, ja, dann mache ich das halt. Den einzigen, den ich jetzt momentan nicht mehr aktiv hatte von den Trucks, ist dieser Optimus Prime Skin. Da müsste ich mal, und Peterbilt, die habe ich alle noch drin, da müsste ich mal gucken, ob die sich beißen. Weil ich halt echt, hatte ich ja schon mal gesagt, ich habe das gerne, möglichst viele verschiedene Trucks dann funktionieren zu haben, ohne die Mods rauszunehmen.
weil dann habe ich nämlich gerade eben auch hier für Winterthur und Co. einfach die Möglichkeit, mal den Truck zu wechseln. Deswegen fahre ich diesmal auch einen Standard-Truck, was ja nicht schlechtes sein muss. Einen Standard-Truck zu fahren, den halt jeder fahren kann, ohne zu modden. Da brauche ich halt auch nicht rauszusuchen, das hier ist die Mod von der und der Seite hier. Meistens ETS 2 LT bin ich ja, wo ich die Mods herhole. Ihr könnt da auch gerne einmal gucken, aber achtet definitiv immer drauf, wenn ihr da schöne Mods findet, und da gibt es echt mega geile Mods. Achtet drauf, dass ihr die richtige Spielversion habt. Das ist nämlich ganz oft das Problem. Hatte ich nämlich auch beim letzten Mal schon wieder. Da hatte ich irgendwie mir einen richtig geilen Truck rausgesucht und ja, der war halt nicht für die Version des Spiels geeignet und dann ist alles abgestürzt. Save Game danach im Eimer und. So, da müsst ihr echt aufpassen. So, komm, den Transporter holen wir auch nochmal. Die sieht man auch noch selten, solche alten Benzer. Einmal aus dem Fenster. Oh, Grenze. Knallen wir einfach drüber, oder, Leute? 120 durch die Grenze. Alles klar. Hupen wir nochmal schön. Gut. Ja, guck mal, wir sind fast da. Vom Tacho stehen 4 Stunden. Also, ich denke, wenn wir jetzt hier ordentlich durchpacen, sind wir da ruckenzucken am Ziel. Ja, ich finde die, wie gesagt, diese Wintermod echt schick. Ich hätte das halt schöner gefunden, wenn die Übergänge der Straßenbeläge ein bisschen geiler aussehen. Also man sieht jetzt zum Beispiel nicht Spuren. Das wäre halt richtig mega, wenn ihr die Spuren seht von den Fahrzeugen, die vor euch fahren. Aber solche Sachen gehen hier nicht. Da müsste ich wirklich noch. Ich habe die Complete Winter Mod auch noch runtergeladen. Das ist die, die auch noch Winterreifen dann benötigt. Die sind ja mit in der Mod drin, wo ihr rutscht, wo ihr durchdreht beim Gas geben. Aber da habe ich halt das Problem. Vor einem Jahr hatten sie die Mod auch. Ich hoffe, die haben die halt besser überarbeitet. Wenn ihr da einen Termin zum Beispiel, also einfach mal eine ganz normale Tour angenommen habt, ihr seid niemals pünktlich angekommen. Es ging einfach nicht. Und das finde ich halt scheiße. Und wenn das passiert halt eigentlich nur dadurch, dass ihr aber durchdreht, langsam fahren müsst und. Und die Touren sind halt ausgelegt auf den normalen Straßenbedingungen. Und ihr seid einfach nicht angekommen in der Zeit. Ihr habt es nicht geschafft. Und das macht dann halt keinen Spaß, wenn ihr die Touren einfach nicht mehr schaffen könnt. Ihr habt immer nur die Meldung gekriegt, ey, erwartet gleich die Lieferung, erwartet gleich die Lieferung. Da seid ihr gerade losgefahren, so ungefähr. Und das sind Dinge, Leute. Das fände ich schlecht, deswegen ich probiere die Mod mal einmal aus. Und falls da irgendwas nicht richtig funktioniert, baue ich das sofort wieder um auf die Mods wie jetzt, weil ich das so einfach cool finde. Sieht winterlich aus und ich bin zeitig da. Ihr seht das, die Kilometer da unten, ich rip die ordentlich weg. Das ist alles gar kein Problem. Wir sind schnell unterwegs. Der Scania hat jetzt nicht unbedingt die Probleme, schnell zu fahren, weil die 130 haben wir drauf. Also das ist alles in Ordnung. Ja. Alles super. Was habe ich jetzt gemacht? Oh, Baustelle und huiui, habe ich die Kamera gerade ganz komisch verdreht. Oh, ich muss rechts vorbei, sonst gibt es einen Crash mit dem Moped. So. So, ist das Moped jetzt hinter uns? Yes. Okay. Ja, denkt dran, ich bin nicht so, der immer sich an alle Straßenverkehrsregeln hier hält. Ich bin Racer. Und ja, ich fahre schnell und versuche keine Unfälle zu bauen. Und dementsprechend, momentan, wir haben null Schaden, sind schnell unterwegs. Jetzt muss ich wieder ein bisschen gucken, sonst bockt der gleich wieder. Das ist ja. So, schön mit 111 durch die Kurve, das passt. Ne, ich versuche halt immer sehr schnell zu fahren. Und dabei die Fahrzeuge im Griff zu behalten. Das ist halt wichtig. Man hat das gesehen an dem DAF. An diesem Evo-Wing, der war einfach nicht zu kontrollieren. Da seid ihr sogar rückwärts überall immer gegengefahren und. So, Katowice oder Kedowice oder wie die Polen das auch aussprechen mögen. Steht schon auf dem Schild.
Das heißt, wir sind gleich irgendwann da. Was ich halt auch immer noch schade finde, ist, ja, wird gleich wieder geblitzt. Das kann ich immer nur noch wiederholen. Das ist beim Eurotruck-Simulator so und ich finde das auch beim Landwirtschaftssimulator kacke. Ich hätte liebend gerne immer Straßenverkehr. Straßenverkehr, ich weiß, gerade bei Spielen wie Landwirtschaftssimulator und so soll das auf den Servern angeblich zu viele Belastungen geben, aber ich bin gerade zu dem Tor gefahren, was zu war, ne? Ach ja. Ich sollte vielleicht auch aufpassen. So, schieb den Truck mal ein Stück zurück. So. Da müssen wir ran. Na komm, 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 komm. So. Zahlen und ab geht er, komm. Ja, das ist nämlich zum Beispiel jetzt so ein Punkt gewesen, wenn ich jetzt hier ganz schnell hätte durchgewollt, da wäre keine Schranke gewesen, wo man einfach durchfahren kann. Normalerweise wird immer ganz rechts, wo ihr durchfahren könnt. Aber hier seht ihr, ging es nicht. Nee, und ich hätte halt gerne immer Straßenverkehr. Ich weiß, in Multiplayer-Sachen ist dann immer Performance, Performance. Aber die Simulatoren, gerade auch Euro Truck, in meinen Augen, macht zwar Spaß im Multiplayer, wenn man dann da mit seinen Kumpels zum Beispiel zu dritt oder viert durch die Gegend fährt oder so. Dadurch, dass aber plötzlich kein Straßenverkehr mehr auf den ganzen Autobahnen oder in den Städten ist, macht das in meinen Augen jedes Mal die Simulation im gewissen Maße kaputt. So fände ich das halt sogar für euch interessanter, Multiplayer zu faken. Das heißt, ich würde jetzt als Beispiel im Teamspeak sein, zum Beispiel mit Mats oder Maximus. Unterhalten uns ganz normal wie halt Trucker über Funk und sagen dann zum Beispiel, ja, ich fahre gerade die und die Tour, wo fährst du? Und man unterhält sich und redet gerade über das, was man tut. Simuliert quasi so für das Video, dass die Leute zusammen spielen, was ja auch so ist, aber nicht in der gleichen Welt. Und das wäre für mich halt interessanter dann so, nicht alleine zu spielen. Hab aber den Straßenverkehr, der mich echt antörnt. Also ich habe wirklich lieber, dass das realistisch ist durch Straßenverkehr und, als hier diese leeren Straßen, wo zwei, drei LKWs rumfahren. Die Modderei und dieser Multiplayer, dass sie das geschafft haben, überhaupt zu verwirklichen, finde ich geil, dass die das gemacht haben. Aber das sind so Dinge, die würde ich mir absolut mega fett wünschen, wenn es wirklich ein neues Euro Truck 3 dann irgendwann gibt. Dazu werde ich die Tage mal ein Video machen. Ich werde mir mal so ein paar Sachen rausschreiben, was ich mir so vorstellen könnte, was ich gerne hätte für einen neuen Euro-Truck, weil jetzt kommt ja demnächst der American Truck Simulator, wo ich schon nachvollziehen kann, was da reinkommt, weil die Sachen stehen ja überall schon. Die Engine ist dieselbe, ist nur eine andere Umgebung und. Da sind jetzt nicht irgendwelche mega neuen Extras reingekommen. Aber wir werden mal einfach mal so ein Video machen, wie die Vorstellungen wären und was vielleicht die Möglichkeiten wären. Und ich habe ja so ein bisschen Erfahrung auch im Gaming, dass man wissen könnte, was vielleicht also realisierbar wäre, also was Reality werden könnte und was nicht. Und ja, da könnten wir dann mal einfach mal gucken. Ihr könnt ja mal in die Comments reinhauen, was ihr gerne in Euro Truck 3 hättet. Die Sachen schnappe ich dann auch noch auf und kann die dann auch noch ansprechen. Meine Meinung dazu kundgeben. Weil es gibt wirklich Dinge, die ich mega geil fände und die gar nicht so abwegig wären, in so ein Spiel einzubauen. Und ich mir auch gar nicht vorstellen könnte, dass das so schwer ist. Weil es andere Spiele schon zeigen, dass das geht und. Aber da drauf näher eingehen möchte ich jetzt nicht. Ich könnte da jetzt natürlich mega das Gespräch schon direkt machen, weil ich schon voll die Vorstellung hätte, was ich alles erzählen kann. Aber dann habe ich das Problem, dann ist ja der Videoinhalt quasi futsch.
Für mein das Video, für den, was ich dann machen will. Das kommt auf jeden Fall, das wird dann auch schon so heißen dann. Und dann gucken wir einfach mal. So, wir sind jetzt gleich auch schon da. So, nochmal zahlen. Die Wintertouren werden halt immer ein bisschen länger von der Zeit her. Freue mich auf jeden Fall über die Leute, die komplett geguckt haben. Die Leute, die bis hierhin geguckt haben, können ja mal einen Kommentar reingucken, reinschreiben. Hashtag alles klar. Und dann weiß ich, dass ihr auf jeden Fall durchgehalten habt. So, die letzten 55 Kilometer, die pacen wir jetzt mal durch. Alter, jetzt hängt er mich hier ab mit mit seiner Bierwerbung oder was? Na gut, der biegt ihr ab. Alles gut. Ja, hier die Weihnachtszeit steht vor der Tür, Leute. Und irgendwie wird es bei uns draußen ein bisschen kälter und so. Aber ich glaube, Schnee auf Weihnachten. Ich tendiere dazu bei uns, dass wir keinen Schnee auf Weihnachten haben. Sieht draußen immer mehr aus nach Regen und Gewitter und aber ich weiß ja nicht. Vielleicht habt ihr Glück. Vielleicht wohnt ihr in einer Gegend, wo es schneller schneit. Hier sieht das halt leider nicht so aus. Für die, die es nicht wissen, ich wohne im schönen Niederrhein an der holländischen Grenze. Und tjo, wir fahren in einer Stunde ans Meer, aber nicht in einer Stunde bis in Schnee. Da müssten wir, glaube ich, weiter, wenn wir Richtung Berge wollen. So, wir müssen, lass mich gucken, geradeaus. Nee, wir müssen hier runter, alles klar. So, wir sind gleich da, 15 Kilometer noch. Wir haben ein paar Tickets bekommen für zu schnell fahren, aber ich muss sagen, Schaden am Fahrzeug haben wir keinen, obwohl wir ein paar Mal wirklich am Anfang in dieses Stocken und Schwanken kamen, aber das habe ich im Griff. Dafür spielen wir lang genug Euro Truck. So, ich zieh mal einfach raus und guck. Okay, kommt nichts mehr. So, komm rum. Oh, da ist im Spiegel ein Schild, haben wir nicht gesehen. Haben wir nicht gesehen. Ja, ihr habt gesehen, hier Landwirtschaftssimulator spielen wir jetzt Holzhausen. Und da bin ich jetzt gerade drauf gekommen, weil ich das Schild umgefahren habe. Da wird jetzt auf jeden Fall immer wieder ab und zu was kommen. Ich mache hier keine extrem laufenden Serien mehr. Da habe ich vom Prinzip auch gar keinen Bock mehr drauf. Das geht sich nämlich um das Prinzip. Wenn ich eine laufende Serie machen würde, würde ich diese Spiele Let's Playen, Leute, Simulationsspiele wie Euro Truck, wie Landwirtschaftssimulator. Und ja, Leute, ich kann auch City Economy. Ich hab's auch, aber es gefällt mir gar nicht und es läuft auch nicht wirklich gut. Könnte ich alle zeigen und immer wieder sagen, ja, hier eine Mission da machen, da eine Mission machen. Simulatoren eignen sich in meinen Augen. Da ist doch. Hier ist doch kein. Na, ist egal. Simulationen eignen sich in meinen Augen nicht dazu, Let's Plays zu machen, weil da einfach zu viel zu tun ist. Wenn ich bedenke, wir hatten gestern, sind wir mittags einmal kurz nur auf den Server gegangen. Was heißt kurz? Wir sind auf den Server gegangen bei Landwirtschaftssimulator und haben nur mal eben die Felder neu bestellt und vorher halt Raps und alles und Mais abgeerntet. Das hat 2,5 Stunden gedauert. Leute, bei 15 Minuten Videos kann ich dann mal eben, keine Ahnung, 8 bis 10 Videos einfach machen von einem Mittag und weiß ich nicht, wie uninteressant ist das für euch? Da kann man besser sagen, Leute, spielt selber. Ich zeige immer ab und zu mal, mache ich halt ein Video, wenn wir gerade irgendwas machen. Genauso hatte ich mir dann halt überlegt, da kann man einfach mal so Tourenvideos hier machen. Da habt ihr alle vielleicht mehr von. Ich muss jetzt nicht unbedingt sagen, so neues Profil machen. Das könnte man nämlich rein theoretisch. Man macht ein neues Profil bei Eurotruck und macht dann einen auf. Jo Leute, wir fahren jetzt hier mit dem Eurotruck Simulator und machen jetzt einen auf. Alter, jetzt bin ich gerade wieder total verwirrt hier. Ich fahre gleich dagegen. Wir fahren jetzt Road to so und so Level, ne? Könnte man machen. Aber fände ich jetzt eher uninteressant. Auch für euch uninteressant. Bin ich schon rum? Ja, ich bin schon annähernd rum. So. Komm, jetzt schieb den da noch rein.
Und dann ist es das auch gewesen mit der Tour. Jetzt stell dich nicht so an und sag, der passt. Na gut, ich muss nochmal vor. Gut. Nochmal eben gerade vorziehen. Wenn wir schon so lange fahren, kann ich ihn jetzt auch ordentlich einparken. Ja. Ups, da bin ich in die falsche Richtung gefahren. Das ist ach Mann. Jetzt bin ich aus dem Konzept raus, Leute. Ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Sokosa.